Kampf. Ui. So, Freunde, da sind wir wieder. Das Spiel mal kurz neu starten, müssen wir einfach mal kurz raus wieder reingehen. Hat scheinbar geholfen, weil jetzt sollen wir nicht auf einmal den weißen Ritter suchen. Davon wussten wir eben gerade noch nichts, weil da war noch Finde die Königin. Also das Spiel hat sich leicht verpackt, aber durch einen klitzekleinen Neustart ist es scheinbar möglich, da wieder rauszukommen. Und Poli ist immer noch bei mir, stimmt's? Ja, hier ist er, im Gefecht und so. Ja, ja, bei uns sind auch lustige schwarze Tempelritter. Nee, Sturmtempelritter sind's, egal. Weil wir mussten ja, dadurch, dass wir jetzt nur neu geladen haben, müssen wir das Level nochmal neu spielen. Ja, und deswegen sind wir jetzt hier drin. Die steppen wir noch genauso schnell wie vorher. Das ist ein Pest. Ja, aber. Halt, man stirbt ja mein Hochheben. Aber die Menschenbogenschützen halten ja prinzipiell sogar noch relativ wenig aus. Die kriegt man ja noch tot, wenn man es ein bisschen drauf ankommen lässt. Zack. Gemeinsam sind wir stark! Was? Das Böse darf die Gerechten nicht täuschen! Super, Bill! Der rennt hier. Also für mich ist er rot. Also ich gerade. Also irgendwie macht das keinen Schaden gegen den Gegner. Also ich hab grad das. Das war gerade mein komplettes Magazin durch seinen Kopf. Okay. Ich kann ja mal hochgeben. Ja, und ich meine Geschütze auch immer. Also wenn ich einen hoch hebe, mache ich mit den Schuss aus den Raketen mehr. Der fährt 235k Schaden. Oh, alter Schwede. Ja, das wenn ich den hochhebe, macht das glaube ich nur extra Crit-Schaden und dann ist halt geil und naja. So, wir sind auf jeden Fall den weißen Ritter finden, also geradeaus. Na dann los. Du darfst übrigens dreimal raten, wer der weiße Ritter sein wird. Ich will es dir mal da geholfen haben, wa? Was? Nee, Nö. Also Tiny Tina scheint ja auch nicht so richtig zu realisieren, dass die Leute tot sind. Also, dass zum Beispiel das Bloodwing nicht erlebt und das Roland ja am Ende vom normalen Spiel gestorben ist. So, stimmt, ja. Das ignoriert irgendwie die ganze Zeit. Sie meinte ja, das geht nicht weiter, solange wir Roland nicht haben. Aber der kann nicht kommen und das ignoriert die halt irgendwie immer. Warum gehen wir nicht so weit weg? Was ist denn hier los? Und deswegen wäre es doch eigentlich nur zu ironisch, wenn der weiße Ritter. Mit Minus. Die machen Schaden. Haben wir hier noch so ein Miniskelett? Geht's eine Weiß nicht. Ich könnte mich. Hinter dir ist eins, aber da kommt nicht ran. Oh. Ey, was ist hier los? Das gewaltige Skelett hat nichts mehr. Was vom. Einmal im Leben erschießt du was. Toll, Resistenz gegen Blitz. Toll. Das ist jetzt natürlich unglücklich. Das ist in der Tat jetzt nicht so. Ich kann mal gucken, ob ich noch schaffe, das kleine Skelett umzuhauen. Nein, verdammt, ich muss vorher nachladen, bevor es stirbt. Nein, hätte ich nicht nachladen müssen, hätte ich es geschafft. Ach, neben mir stand auch noch ein dummes Skelett. Du hast es geschafft, stimmt's? Das sagt mir doch, dass neben mir so ein räudiges Miniskelett steht, was ich auch noch tot kriegen will. Ich habe die ganze Zeit auf so ein blaues geschossen, das halt Ost Lebenspunkte hat. Mach. Wieder, na? 70.000. Personenrekord von 5 HP Jünger. Wie genießt dein New Jünger? Ich genieße mein New Jünger sowas von. War ja auch gar nicht billig genug. Am Anfang hat das nur läppische 100 oder so gekostet. Cool, ja. Hey, die haben mal Geschiss kaputt gemacht. Damals, wo Sterben noch billig war. So. Sondern auf dem Boden liegt, dass seine Fähigkeiten hier nutzen können. Jetzt sollen wir wieder zum Zeppelin, den wir kaputt gemacht haben. Boah, hier ist ein fetter Sniper. Guck mal. Wie fett hat denn? 7 Schuss drinne und macht fette 7000 Schaden. Geil, meins macht 11.000. Mit Slack. Halt, okay. Und der Gegner macht sogar mehr, meine macht 100.000. Angeber. Und man, er wirft sich selber weg, wenn man die nachladen muss. Cool. Boah, das ist denn der Tier schon wieder, ey. Ich krieg hier. Also die gewaltigen Skelette sind eigentlich total easy, solange man die nicht an sich ranlässt. Leute, die sind seine Augen rot. Uah. Ach, ist ja noch ein Riesenskelett. Dum-dum-dum-dum-dum. Uah. Noch eins. Da muss ja auch mal etwas Schluss sein. Aber. Ohne Witz. Ohne Witz. Ja, ja, das geht ja gar nicht. Aua, kommt mich denn jetzt?
das, ich sehe die Skelette auch nicht. Die sind immer woanders und dann. Aua! Ich bin schon wieder. Da in der Ecke. Ja, warte, aber ist kein Problem. Ich habe hier ein lebhaftes Skelett im Visier. Was? Kriege ich hier ohne Probleme tot. Sah ich doch. Oh, aber ich bin hier nämlich langsam durch diese dummen Bunkelchen. Na bitte. Ach, das achten, ja. Irgendwas zaubert mich hier an. Nachdem sie einmal das mit den Schamanen eingeführt haben, mit der Magie kommen, lassen sie. Medien. Achso, das ist so ein Bursche hier. Los, rausziehen, den Scheiße. Gut. Dann am besten nicht so viel beim Friedhof mehr laufen und einfach weiterlaufen. Boah, Alter, was ist denn das? Du kannst mir. Danke. Ich muss jetzt wirklich an die ranrennen. Ja, und was zaubert hier noch? Ja. Ich hab noch nicht so ganz rausgekriegt, was eigentlich. Ja, ich hab mir von der Wichser Arsch. Ist ausfallen. Lass mal nach. Böser Schnitzer. Ja, warte. Bist du denn schon wieder? Da. Schütz hat gerade mein lebhaftes Skelett zerlegt, was ich. Ach, die Unaufhaltsamen bringen ja nicht mal. Wenn man so ein unaufhaltsames Skelett erschießt, bringt das einem trotzdem kein neues Leben, weil. Weil er das Schwert ziehen. Ja, aber du Schwert musst du ja noch ziehen. Das kannst du nicht, wenn du am Boden liegst. Tja, dumm gelaufen. Ja, ist wirklich dumm gelaufen. Aber egal, also. Jetzt müssen wir nämlich noch mal genau da hin, wo wir gerade schon mal waren. zum Zeppelin, ja. Ja, ach, ja. Du hast schon wieder Skelett aufgewacht, stimmt's? Ja, Freunde. Sag doch nicht noch mal über den Friedhof laufen. Damit ja nicht die Idee kommt, noch mal aus ihren Gräbern zu kriechen. So, ich glaube, hier vorne gab's ja keine Gegner. Hoffe ich nicht. So. Auf ein neues. Auf ein neues. In der Tat. So, one. Ja, unbedingt ein anderes Wort steht da für Zeppelin. Auf jeden Fall nicht Zeppelin. Ach, guck mal, jetzt steht da vorne auch ein weißer Ritter. wer könnte das bloß sein? Plötzlich seht ihr den weißen Ritter vor euch in seiner ganzen stattlichen, heldenhaften Pracht. Roland, der weiße Ritter. Als Vater. Es ist Roland! Lass mich raten. Nicht jetzt. Wir reden später. Helft mir, dieses Ding zu bekämpfen. Ein großer roter Drache. Der hält aber nicht viel aus. Ach, guck mal nicht. Er hat wieder seine Schützturm, ne? Aber warte mal, es ist mehr als ein Drache, fällt mir gerade so auf. Ja. Mann, das ist ein Geschütz billig, ey. Also verglichen mit den sauberen Geschützen auf jeden Fall. Das gute, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Seder. Oh, ich bin hier fast tot. Bin hier los. Mann. Wie ist das? Ah, Scorpio war es, genau. Stimmt, ja. Yeah. So. Nee, ich geb noch einen dritten Drachen. Nein. Warum schießt denn sein Geschütz eigentlich so coole Kugeln und deins nicht? Tja. Großer blauer Drache. Puff. Ein Puff-Wieb. Oh nein, Puff. Blauer Drache, beruhige dich. Jetzt sind wir da. Ja, ja. Mein Dank ist dir gewiss. Ja, keine Ursache. Aus der Hüfte mit einem scharfen Gewehr schießen. Super. Hui. Krieg ich einen Stein. Ja, läuft. So, jetzt haben wir hier einen weißen Ritter, mit dem können wir reden. Hallo, weißer Ritter. Shorty, ihr seid ein Ass. Ich schulde euch was. Shorty? Errungenschaft freischalten? Ja. Das kann nicht gesund sein. Was? Gut gekämpft, Schnuffi. Ich wäre geehrt wie Sau, wenn ich in eure Quest einsteigen könnte. Redet Roland nicht. Tut er wohl, solange ich ihm die Stimme leihe. Ja, auf jeden. Los, gehen wir. Was? Warum hat er auf einmal Gewehr? Ja, ja. Geht die voll ab. Hey, Schnuffi. Ich war in diesem Zeppelin und hab nach der Königin Ausschau gehalten, bis irgendein Spaten ihn abgefackelt hat. So ein Spaten aber auch.
ein Wer Spaten. Ist diese Königin überhaupt? Wen suchen wir eigentlich? Sie ist die schönsteste Frau in der Geschichte aller Zeiten. Doch, die hat Beine bis zum geht nicht mehr. Wow, das bringt mich jetzt echt voll null weiter. Tina! Sorry, hab gerade an ihre Beine gedacht. Ach, jetzt kommen hier die Leguane wieder zu tragen. Wo er einfach dran vorbei rennt, der Arsch! Ja. Diesmal bleibe ich hinter den Typen, nicht, dass sie wieder auf die Idee kommen, hier nicht weiterzumachen. Denn außerdem gegen Schütze machen das ja auch gut. Ja. Der weiße Ritter, tretet vor und erhebt euer Schwert. Der hat ein Schwert? Okay. Was zur... Seht, der Pfad zum Baum des Lebens steht euch offen. Womöglich finden wir dort eure Königin. Ah, ja. Und Automat. Ihr sucht einen Heiler? Dann seid ihr richtig. Schrott. Ich weiß nicht, wie viel Zeug gefunden ist, verkaufen kann. Die Gesundheitsboutique heißt euch willkommen. Necromancer. Gehabt euch wohl. Mein Necromancer ist Level 4 oder... Nee, Level 13 ist er, glaube ich, immerhin, aber trotzdem. Hochlevelig ist was anderes. Vor allem wie dieser Roland-Typ da vorne vorstürmt, wie der Letzte. Oh, scheiße. Ja, der stürmt einfach nur vor. Das ist ja nicht für eine lange Startbahn. Schießt der wisst nur, welches Topzeug oder darf man das auch selber machen? Nee, schießt er nicht auf welches Top? War ja klar, eigentlich. Aber... Was war denn das jetzt eigentlich gerade schon wieder? Brauch mal kurz einen neuen Erziehungsblick. Das ist hier wirklich nur das Skelett, was da vorne steht. Ja. Die Pistole hier nur mit Feuerschaden, das wär's. Oder mit Explosionsschneiden. Okay. Voll schon nicht, dass ich nicht. Ja, boah, Alter, was ist denn hier los? Können wir das Tor hier irgendwie aufmachen, um beim nächsten Mal abzukürzen? Ich meine, auf der anderen Seite habe ich auch so ein ähnliches Tor gesehen. Stimmt. Aber scheinbar ja eher wohl nicht so. Na gut, dann plündere ich einfach noch Munition. Lindermann, ich renn mal hin hier zum weißen Ritter. Ah, da kommt doch diesen komischen Gebäude doch relativ viel schnell. Ich sehe jetzt schon, um welche Bäume da hinter den Tor stehen. Was ist denn das überhaupt noch? Das ist ein Baum. Das war ein sehr niedrig texturierter Baum, aber es ist ein Baum. Was ist denn das für ein Ort? Vitality Growth. Hier hat der Baum des Lebens seine ersten Wurzeln geschlagen. Im Baum vereinigen sich alle guten und natürlichen Magien der Welt. Hierher muss die Königin gekommen sein, um den Fluch des Hexers zu brechen. Die Königin ist aber nicht hier. Die Schrift besagt, wir könnten den Fluch mit einem einfachen Ritual selbst brechen. Gebt mir die Blutfrüchte. Wir werden den Fluch brechen. Und ach, dafür ist die dritte gut. Na gut, viel Spaß damit. Es geht sicherlich voll schief. Vor allem, wenn ich hier schon diese Dinger sehe, wo diese Riesenskelette rauskommen. Ja. Gebt mir die Kraft, diesen schrecklichen Fluch ungeschehen zu machen, den der hübsche, intelligente, gut aussehende, geniale Hexer verhindert. Ich glaube, wir haben einen Verräter. Ja. Geisterkönig Zauber! Buja! Buja! Ich habe eure Königin vor etwa 3 Stunden entführt. Sie ist schon in meinem Turm. Danke, dass ihr geholfen habt, den Geisterkönig herbeizurufen. Schöne Turmlauf! Oh, noch halt am Schiff. Der Turmwächter ist also in Wirklichkeit der Held zum Hexer? Welche überraschende Wendung! Also Turmwächter, welcher? Das ist ja unvorhersehbar. Mann. Ach, verdammt, ich hab vergessen, dieses Geld hier zu Boden zu bringen. Ja. Das ist doof. Nein! Sind alle. Ich hab immer noch nicht gemerkt, auf welcher Taste welche Waffe. Obwohl ich das seit mindestens seit Level 10 oder so immer gleich hab. Dass auf der gleichen Taste der gleiche Waffentyp ist. So, hier, jetzt muss ich noch mal einschleppen. Komm hier. Wow. Was ist denn hier eigentlich mit König? Ah, ach, der liegt ja auch noch. Weiß ich nicht. Nein, der macht schon wieder immer diesen komischen Strahl, das mag ich nicht. Da kommt man nicht weg.
Ich hab was für dich! Ich schmeiß auf Granaten. Man kann, was, Gesundheitsvampir? Ja, die hier 75 Feinde mit Transfusionsgranaten? Na ja. Bom, 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 bom. Mal, gibt's an der Seite, gibt's hier auch so einen lustigen Munitionsding, aber was ist das hier? Das ist ein Schein. Oh, ich mach den einfach mal an, mal gucken, was er bringt. Was er bringt, was, ja? Ich hab keine Ahnung, ob er was bringt. Ich hab mal einfach mal angemacht. Der Effekt ist, dass du... keine Munition verbrauchst, ne? Nee, nee, Munition verbrauchst du, aber du... Ach so, du kriegst pro Schuss kriegst du Munition wieder, also... wenn noch jemand schießt... Es hält vor allen Dingen für zwei Irium hält das verflucht kurz. Okay. Immer falls am großen Saurus Vieh. Was krieg ich hin, wenn du nicht das. Hey, und wieso, hey, das ist meins. Was ich, hast du es auch fertig gekriegt? Nee, gar nicht gekriegt. Der schlechteste Scharfschütze. Roland! Ist hier. Dum, 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 dum. Granaten, Granaten, Granaten. Da, da, da. Oh. Wie geht's denn hier eigentlich? Ach, der. Der hat doch irgendwie relativ viel auf. Nein, ich will euch nur schwer ziehen, danke. Tötet dich halt, du komischer König. Nein, warte. Also der König ist schon mal tot, aber das Problem ist, glaube ich... warte mal, gibt es hier nicht irgendwo noch ein Kleinviehskelett? Nee, es gibt jetzt hier lauter so eine Körperteile vom Geisterkönig. Problem ist, die fliegen. Das heißt, mit einem Raketenwerfer treffe ich die nicht. Nein, ihr seid behindert. Behindert! Fuck. Nee, wenn du mich drei Meter daneben wiederbelebt, aber trotzdem. Nee, fuck, wo bin ich denn jetzt? Schon lange, dass ich nicht mehr gestorben bin hier. Fuck. Ich hab mich ja wirklich bemüht, aber das, hey, wir kriegen unsere Trefferpunkte zurück. Trefferpunkte? Oh, 77.000, alter Schwede. 78.000, wir ziehen jetzt übrigens streng genommen zu den Untoten. Zu den Untoten? Ja, weil wir wurden ja wiederbelebt. Wir sind ja untot. Ey, diese... Okay. Oh, das ist so falsch. Jetzt, dass ich das kann. Boah. Das macht natürlich sehr viel. Aua! Oh, jetzt rennen hier wieder Skelette rum, oder was? Aua, ich bin auch gleich tot. Der geht doch ja nicht. Also mit einer Worten, ich bin tot. Du kannst, danke. Für diese Felder habe ich immer den Raketenwerfer auf der 4 rumliegen, damit ich, wenn ich sterbe, das Kropfzeug mit eingezieltem Schuss einfach um mich herum platt machen kann. Ja. Mann, was will denn der für ein Kopf von mir an? Mann, die falsche Waffe. Oh Gott. Viel zu kleines Magazin, dieses Ding hier. Was will denn dieser dumme Kopf von mir? Das ist... Ey, ich bin schon wieder fast tot, der liegt doch ja nicht. Also, ich meine, das ist klar, das sind ja mir alle Viecher herin. Es gibt ja nicht allzu viele Alternativen, aber trotzdem. Haut doch mal ab! Ja, komm, renn ich weg, denn. Lass mich in Frieden hier, du Monster. Feuer war das echt mies von meiner Waffe hier. Endlich. Hast du jetzt gerade einen Kopf kaputt gemacht? Weil da ist mich gerade noch einer. Nee. Nee, ich glaube nicht. Ich habe irgendwas anderes kaputt gemacht. Weil hier sind mich gerade neue Skelette aus der Gruft gestiegen. Nein, der nimmt doch kein Ende hier, wa? Nö. Aber übrigens, nach dem Kopf kommt noch mehr, ausschaut. Okay. Oh nein, warum ist da meine Waffe leer? Habe ich sie nicht vorhin schon nachgeladen? Ich bin irgendwie verzaubert gerade. Der ist tot. Nein! Nein! Was denn? Bist du... Ne, du lebst doch noch. Alles gut. Nee, doch, doch. Ja, ja. Der Ding wollte gerade... Was aufstellen. Will denn dieser dumme Kopf von mir? Der fliegt mich immer an und mich tot. Ja, wirklich mal ohne Witze. Der hat irgendwie kein Hobby. Also, der fliegt mal mich an. Jetzt nicht mehr, oder was? Jetzt, wo ich wegen seiner 5... Alter. Wow. Nein. Warte mal, hier... Ach nee, das war der Kopf.
Du solltest vielleicht lieber mich nicht wiederbeleben. Ich weiß es doch nicht. Warum ist denn das so? Vor allem nach dem Kopf ist noch nicht vorbei, ne? Da kommt noch mehr. Der hat noch Füße, eine Brust und einen Arm und noch einen Arm. Was weiß ich. Jede Menge Zeug schon. Ich mach mal kurz mitten beim Hügelsturm noch einen. Beim Hochlaufen machen.